Kapitel 4 Eine innere Dunkelheit. Floink war wohl das Pokémon, dessen Geschichte in dieser Welt mich am meisten interessierte. Und einfach allgemein, nochmal ein normales Gespräch mit ihm führen zu können. Schließlich war er trotz allem lange ein guter Freund für mich gewesen, bis das Schicksal Floinks Pfade geändert hatte. Doch in dieser Welt hatte sein Leben nie so eine schlimme Wendung genommen. In diesem Moment saß er oben auf dem mir mehr als bekannten Hügel und blickte auf den See, offensichtlich versunken in Gedanken. Seine Stimmung schien sich sehr schnell geändert zu haben, wenn man bedachte, dass er noch wenige Minuten zuvor ausgelassen mit Funkenherz spielte. Ich entschied mich schnell, Shinnoks Familie, die gerade gemeinsam in Richtung des Dorfrandes ging, sich selbst zu überlassen und mich meinem alten Freund zuzuwenden. Er schien mich erst gar nicht kommen zu hören, denn er wirkte kurz etwas durch den Wind, als ich ihn erreichte. Oh, hallo, Licht, so nennt Günther dich jedoch, oder? Ja, tut er aber, mir ist es relativ egal, wie du mich nennst. Einen Moment lang dachte ich nach, bevor ich eine Frage stellte, die mich durchaus interessierte. Irgendwie erkennt ihr alle mich immer sofort, obwohl ich und euer Günther doch identisch aussehen. Wie wisst ihr immer sofort, dass ich es bin? Naja, es ist simpel. Du bist ziemlich nervös uns gegenüber und Günther ist das genaue Gegenteil. Ich glaube, je länger du hier bist, desto schwieriger wird es für uns. Je länger du hier bist. Ich habe nicht vor, so lange zu bleiben, dass ihr uns nicht mehr unterscheiden könnt. Je schneller ich wieder von hier weg bin, desto besser. Erst nachdem die Worte meinen Mund verlassen hatten, fiel mir auf, wie unhöflich sie klingen mussten. Also versteh mich nicht falsch, diese Welt ist ein toller Ort und die Leute sind nett. Aber ich muss einfach wieder zu meinen Freunden zurück. Entspann dich. Gerade in diesem Gespräch erkannte ich den Floink, den ich aus meiner Heimat kannte, nicht wirklich wieder. Dieser Floink war einfach ruhiger und ausgewogener. Der Floink, den ich kannte, war schon immer relativ explosiv gewesen. Ich verstehe, was du meinst. Deine Heimat ist einfach an einem anderen Ort. Und du bist ja auch nicht freiwillig hier. Einen Moment lang wusste ich nicht ganz, wie ich antworten sollte. Schnell entschied ich mich jedoch einfach mit dem Thema zu beginnen, wegen dem ich ursprünglich zu Floink gekommen war. Ich würde gerne ein paar Sachen über diese Welt und über eure Geschichten erfahren. Und gerade bei dir wäre ich wirklich gespannt, wie deine Vergangenheit hier aussah. Nach allem, was in deiner Welt geschehen ist, es ist verständlich. So wie ich es verstanden habe, waren du und mein Parallelich ja auch gute Freunde, bevor er verrückt wurde, nicht? Ich kann dir gerne erzählen, was du wissen willst, aber erwarte nicht, dass es interessant wird. Meine Geschichte in dieser Welt ist nämlich alles andere als besonders. Aufgewachsen bin ich in Schatzstadt, was du ja auch kennst. Meine Eltern kannte ich allerdings nie, also meine echten Eltern. Ich bin nicht als Waise aufgewachsen, sondern bei Adoptiveltern. Und nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, so wie ich rede. Die beiden waren für mich immer wie echte Eltern gewesen. Und sie sind für mich Familie. Ich stehe auch immer noch in gutem Kontakt zu ihnen. Aber irgendwann war für mich einfach auch die Zeit gekommen, Neues zu sehen und zu erkunden. Und letztlich hat es mich in Silberdorf gehalten, wo ich viele neue Freunde gefunden habe. Günther, Lord Ecke, Latias, Latios, sie alle. Gerade zwei von ihnen haben mich besonders begleitet. Einer von den beiden war Bisasam. Du hast dir erzählt, dass wir in deiner Welt auch beste Freunde waren. Er war das erste Pokémon, das ich hier kennenlernte und wir waren einfach über Jahre hinweg gute Freunde. Als er damals gestorben ist, es war schon ein schwerer Schlag für mich. Aber ich konnte damit irgendwie auskommen. Einerseits blieben mir noch all meine anderen Freunde und andererseits, was vielleicht der Hauptgrund dafür ist, dass ich in dieser Welt nicht in so einen Wahnsinn verfallen bin. Es war einfach zu erwarten. Wir wussten alle schon lange von Bisasams Krankheit und dass sie der Grund werden würde, warum er nicht lange bei uns bleiben würde, war uns auch klar. Inzwischen ist sein Tod 6 Jahre her. Der andere enge Freund, der mich schon lange begleitet, mag etwas ironisch sein, zumindest mit dem Hintergrund deiner Erzählung. Shinnox. Auch wenn ein paar Jahre Altersunterschied zwischen uns liegen, waren wir eigentlich schon immer ein Duo auf Augenhöhe. Wie bei Bisasam gibt es auch bei uns nicht wirklich vieles, was extrem bedeutend für unsere Freundschaft gewesen war. Wir sind einfach gute Freunde. Was unser Band allerdings nochmal etwas gefestigt hat, ist, dass ich auch eine relativ enge Bindung zur kleinen Funkenherz habe.
Ich habe sie wie alle aus unserem Kreis schon vom ersten Tag an gekannt. Aber ich hatte wahrscheinlich noch etwas mehr Einfluss auf sie in den letzten Jahren. Dadurch, dass ich und Shinnok gute Freunde sind und uns oft sehen, habe ich auch mit ihr nun mal viel Zeit zugebracht. Deswegen stehe ich einfach ihrer ganzen Familie relativ nah. Und das war's an sich auch schon, was ich dir erzählen kann. Ich hoffe, du hast jetzt nichts allzu Spannendes erwartet und meine Lebensgeschichte hat dich jetzt gelangweilt. Nein, ganz im Gegenteil. Einfach mal Geschichten zu hören, die nicht voller Trauer und Krieg sind, ist für mich eine tolle Abwechslung. Außerdem ist es irgendwo auch ein erleichterndes Gefühl, dass zumindest an diesem Ort Floink das Leben lebt, das er sich bei mir zu Hause immer gewünscht hat. Danke, dass du mir so viel erzählt hast. Ich war bereits drauf und dran zu gehen, als Floink mich noch einmal zurückhielt. Einen Moment noch, eine Sache. Weißt du, keiner im Moment weiß wirklich, wie viel sie dir trauen können. Sie sehen, dass du ein gutes Pokémon bist, aber irgendwo zweifeln sie alle noch. Aber auch wenn du es vielleicht nicht bemerkst, ich glaube dir jedes Wort, das du gesagt hast, und ich stehe auf deiner Seite, egal was kommt, nur damit du Bescheid weißt. Dieser letzte Einwurf kam für mich irgendwie unerwartet. Doch bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, nachzufragen, war Floink auf einmal verschwunden. Ich entschied mich, es einfach nicht zu hinterfragen, sondern weiterzumachen. Die nächste, über deren Vergangenheit ich etwas erfahren wollte, war Latias. Die Dinge in ihrem Leben mussten auch deutlich anders verlaufen sein als in meiner Heimat. Schließlich gab es ja auch einen Latios, obwohl er nie durch die dunkle Materie zurückgebracht hätte werden können. Somit konnte er hier nie gestorben sein. Deswegen rechnete ich stark damit, dass wieder einmal die Vergangenheit dieser Welt eine friedlichere und schönere wäre. Auch wenn ich ehrlich gesagt schon neidisch auf diesen Frieden war. Es dauerte einen Moment, bis ich Latias fand. Letztlich konnte Sumpex mir weiterhelfen und zeigte mir eine relativ kleine Hütte am Stadtrand, in der Latias sich offensichtlich aufhielt. Vorsichtig klopfte ich an. Ja, wer ist da? Ich bin's, also Licht. Komm herein. Vorsichtig öffnete ich die Tür und betrat ein ziemlich heruntergekommenes Gebilde. Latias schwebte an der hinteren Wand, an einem kleinen Regal. Es schien das einzige in diesem Raum zu sein, was noch ganz gut in Schuss war. Einige Gegenstände reihten sich in den Holzleisten auf. Was genau sie darstellen sollten, konnte ich nicht erkennen. Was gibt es denn? Warst du auf der Suche nach mir? Mein Fokus wechselte sich wieder zu Latias selber. Ja, war ich. Im Moment mache ich im Dorf eine Runde, um etwas über die Schicksale von euch in dieser Welt zu erfahren. Nach allem, was ich in meiner Welt erlebt habe, interessiert mich wirklich, wie anders die Dinge hier sind. Also möchtest du, dass ich dir etwas aus meiner Vergangenheit erzähle? Ja, aber natürlich nur, wenn du auch etwas zu erzählen bereit bist. Kurz schien sie tatsächlich zu zögern. Doch ihre letztliche Antwort fiel sehr entschlossen aus. Ich habe nichts zu verstecken, also gut. Du hattest dir etwas in die Richtung erwähnt, dass ich und Latios in deiner Welt einst ein Erkundungsteam waren. Hier war das ähnlich. Aber wir gaben dieses Projekt sehr schnell auf. Wir merkten schnell, dass es einfach nicht das war, was wir wollten. Außerdem, es ging einfach nicht. Das Erkunden hatte zu viel gekostet. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Sie drehte sich um und blickte auf ein eingerahmtes Bild, welches im Schrank stand. Es war wohl der mittigste der Gegenstände. Es war ein Foto mit drei Pokémon drauf. Latias und Latios erkannte ich sofort. Doch auch ein drittes, kleineres Pokémon war zwischen den beiden. Es sah beinahe gleich aus wie die beiden, hatte jedoch eine rosane Färbung. Weißt du, ich denke tatsächlich, dass es in deiner Welt anders war, aber in dieser Welt gab es einst tatsächlich drei Äonengeschwister. Latios und mich kennst du ja, aber es gab noch eine dritte. Sie war jünger als er und ich, rund 2 Jahre. Ihr Name war Latira. Du siehst sie hier auf dem Foto. Sie war genauso ein Teil des Erkundungsteams wie Latios und ich. In unserem Dreiergespann merkte man immer, dass sie die jüngste und unbeschwerteste war. Sie war vor allem für die Moral sehr wichtig. Etwa so, wie du uns Seemobs bei euch beschrieben hattest. Eines Tages entschieden wir uns jedoch, in einem berüchtigten Labyrinth eine Expedition zu beginnen. Nach dem alten System legten wir eine Spur zurück, da es erzählt wird, dass niemand, der sich hier an diesem Ort verirrte, je wieder herauskam. Ein antiker, verloren geglaubter Schatz
sollte sich am Ende des Labyrinths befinden. Also machten wir uns zu dritt auf die Suche. Anfangs lief eigentlich alles gut. Wir fanden uns relativ gut zurecht, auch wenn das Labyrinth voller eigenartiger Fallen war. Aber irgendwann, wir wissen immer noch nicht, was geschehen ist. Latira war auf einmal einfach weg. Eine Sekunde war sie noch da und in der nächsten war sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir versuchten sie wiederzufinden, aber ohne Erfolg. Wir entschieden uns weiter das Ende zu suchen und hofften, dass sie unsere Spur wiederfinden und damit den Ausgang finden könnte. Wir fanden tatsächlich das Ende und auch den Schatz, von dem so viele redeten, aber es fühlte sich alles wertlos an. Wir verließen das Labyrinth ohne eine weitere Spur von ihr. Erst wollte ich zurückgehen und nach ihr suchen, aber Latios überzeugte mich, dass wir uns nur selber verirren würden und wir nur hoffen konnten, dass sie die Spur und damit den Weg selber finden würde. Wir kehrten schweren Herzens in unsere Heimat zurück und warteten. Tage, Wochen, Monate, Jahre. Aber sie kehrte nie zurück. Irgendwann mussten wir beides schweren Herzens akzeptieren. Latira würde nie wieder zurückkehren. Wir hatten sie verloren. Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns entschieden, das Erkunden aufzugeben. Und auch bis wir uns entscheiden würden, unsere Heimat zu verlassen. Wie sollten wir da noch weitermachen, nachdem was geschehen war? Ich brauchte wirklich lange, um den Verlust wirklich zu verkraften. Und Latios, er zeigt es nicht wirklich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er jemals wirklich darüber hinwegkam. Er wirkt so viel kühler seit damals, aber ich weiß genau, dass er nur seine Unsicherheit verstecken will. Ich habe in dieser alten Hütte Erinnerungsstücke an damals gesammelt. Und ich kam noch oft hierher, einfach für die Erinnerung. Und irgendwo tief in mir habe ich auch noch die Hoffnung, dass sie eines Tages hier in Silberdorf auftauchen wird. Gerade Latias und Latios hatten in dieser Welt wohl die traurigste Vergangenheit. Zumindest von denen, die ich gefragt hatte. Ein drittes Äon-Pokémon? Ich hatte so etwas noch nie gehört. In meiner Heimat gab es so etwas auf keinen Fall. Und ich fühle mich auch irgendwie schuldig. Weißt du, der Schatz, den wir damals suchten, war eigentlich für mich. Es war ein Megastein. Das Latias Need. Ein Gegenstand, der neue Kraft in mir erwecken könnte. Nur meinetwegen haben wir dieses Labyrinth betreten. Wegen diesem Stein habe ich meine Schwester verloren. Ich war so frustriert und wütend. Ich schmiss den Stein einfach ins Meer. Aber im Nachhinein fühlte ich mich dadurch nur noch schuldiger. Nun war es auch noch alles umsonst gewesen, aber ich kann es nicht mehr ändern. Vielleicht finde ich den Stein eines Tages wieder. Es ist einer meiner größten Wünsche. Inzwischen denke ich über ihn wie ein letztes Geschenk meiner Schwester. Aber wahrscheinlich bleibt auch das nicht mehr als ein Traum. Sie atmete tief durch. Aber das war an sich unsere Geschichte. Wir zogen nach Silberdorf um und lebten seitdem hier. Ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen. Ja, es tut mir wirklich leid für euch. Wenn ich irgendetwas über diesen Stein erfahre, werde ich es dir sofort mitteilen. Ich werde jetzt wahrscheinlich erst einmal gehen und dich alleine lassen. Sie antwortete nicht mehr und ich verließ die Hütte.